Und was ich gerne mit ihm mache, wenn es geht, ein recht impulsives Pferd dann manchmal, der gerne dann los will, ist Entspannung von ihm zu bekommen und mit ihm zusammen zu bekommen. Er schaut wohin, ich schaue da wohin, da gibt es was anderes Interessantes zu sehen. Und was ganz wichtig ist, ist zu wissen mit unseren Pferden, dass wenn wir aus irgendwelchen Gründen vor uns Energie auf den Boden bringen und hier etwas tun, dann wird er höchstwahrscheinlich nicht dorthin treten, wo ich diese Energie hinbringe, sondern wird das zumindest erstmal prüfen. Und daraus kann man zum Beispiel auch in der Pferdelogik ein für ihn logisches Rückwärts installieren. Ich habe eine Linie, wo etwas auf mich zukommt, was sich bewegt, wo ich meine Energie hinbringe und wo ich hinschaue. Und ich mache mit meinen Füßen so eine Art rückwärts Schlittschuhlaufen auf der Stelle. Und nochmal, ein Zügelsignal ist da mit meiner linken Hand. Und ich versuche tatsächlich auch, das mit einer ausgestreckten Hand zu tun.